Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmers Dynasty. Ah ja. So. Wir haben eine Nacht geschlafen. Die Musik hat mich gerade überrascht. Da draußen hat immer noch so viel Wild rum und es regnet immer noch. Ah, schade, schade, schade. Naja, gut, was soll's. Hier steht ein Karton rum. Wir werden jetzt hier erstmal in den Hühnerstall gehen. Erstmal das komische Werkzeug rausnehmen aus der Hand. Aber mit Werkzeug hier schlafen, ne? Jetzt haben wir das in der Hand, das ist auch nicht gut. So. Und werden uns erstmal. Achso, wir können erstmal unsere Taschen ausleeren. Und die Eier hier runterbringen. Eigentlich könnten wir mal die Eier alle verkaufen, oder? Wir haben jetzt 74 Eier. Naja, gut, lassen wir mal. Lassen wir mal erstmal. So, Türen wieder schließen. Oh. Ach, da hier durch die Wohnung durchqueren, ist immer gar nicht so einfach. Um die Maus ein bisschen langsamer. Ich habe übrigens mal die anderen Controller alle abgesteckt, dass da nicht irgendeine Querfunktion von denen kommt, weil ich vermute schon fast, das war da der Fall. Oh, es hat aufgehört zurück. Sehr schön. Kann ich mal wieder neu laden morgen. Dann kriegt jetzt wieder. Wenn wir erstmal die Eierchen ausnehmen hier. Muss noch mal ein goldenes Ei dabei. Interessant. Das Symbol jetzt gelb ist. Aber vorher weiß, glaube ich. Egal. Soll uns nicht weiter stören. Wir haben die Milch. Haben wir wahrscheinlich vielleicht haben wir sogar schon Milch. Wie viel Futter haben wir hier noch drin? 193 Kilo. Das geht noch ein paar Tage. Gut, dann gucken wir mal hier bei QL da vorbei. Wie sieht's aus mit Milch? Und melken. Das geht natürlich auch im Liegen, ne? Streicheln wir der Kuh ein bisschen unten am Euter und so weiter und so fort. Also, dreimal Milch haben wir bekommen. Sehr gut. Dreimal Milch mit 15 Nährwert. Müssen wir mal gucken, was sie uns bringt im Verkauf. Upsala. Eine schubsende Tür. Wenn man sich selber die Tür vor die Nase haut, ne? Das ist natürlich auch fürchterlich. Oh, da kullert das Fass jetzt. Wieso kullert denn das jetzt da runter? Das ist ein Ding. Ah ja. Kann ich auch zum Rollen anregen. Na gut. Du, ich hab dir mal fast geklaut, ne? Schön, Sie Sonny. Zu sehen. Hallo. Kann ich helfen? Natürlich kannst du helfen. Ich möchte gerne mal einen Preis wissen. Was gibst du mir denn? Lust zu handeln? Für ein, klar, eine Einheit. Was Milch. Brauchen Sie? Brauchen nicht sicherlich was geben. 4 Euro. Och, das ist ja gar nicht mehr schlecht. Da verkaufe ich dir doch glattweg mal 3 Stück. Haben wir schon mal 12 Euro verdient. Und hier bei den Pilzen, die 6 Euro oder 3,60 Euro, nehme ich auch noch mit. Nehme ich. Ah, nee, komm, die lasse ich. Das ist mir wurscht. So. Obwohl für gefundenes Geld ist es okay, ne? Gut, hier können wir mal ganz kurz hier in der Runde rumgucken. Also eigentlich könnten wir uns noch eine zweite Kuh kaufen. Oh, guck mal, hier stehen noch Pilze. Hahaha. Geld sammeln. Das Geld liegt auf der Straße, sage ich euch. So. Mal ein paar Pilze noch gefunden wieder. Ist noch irgendwo eine? Da ist noch einer. Mal 10 Stück zusammen jetzt. So. Gut, gut. Dann laufen wir mal hier wieder durch sein Ladengebiet. Auch hier hat er auch ein Loch im Zaun gelassen. Was macht sie denn da? Hallo, wer bist du denn? Die angelt hier? Ich bin beschäftigt. Ach, Janet, okay, ist okay. Mag die mich ja nicht leiden? Ja, die mag mich leiden. Okay, okay, okay. Die ist beschäftigt. Naja, gut, wenn sie gerade am Angeln ist, dann ist sie halt am Angeln, ne? Kann ich ja nur auch nichts tun. Gut. Neuer Tag, neues Glück. Wir gucken mal, ob unsere Tomaten vielleicht sogar soweit sind. Vielleicht haben wir da ja auch Glück. Sieht aber noch nicht so aus, ne? Öffnen? Nein. Das sieht wirklich noch nicht so aus. Gut.
Kuelsa ist da. Kuelsa wurde gemolken. Eier haben wir geholt. Milch haben wir verkauft. Eier haben wir in der Tasche. Wir waren kurz noch beim Baumarkt. Das haben wir uns mal angeguckt, wie es da aussieht. Ja, dann müssen wir jetzt leider Gottes, so schlimm wie es ist, mal auf die Karte gucken, ob wir irgendwo noch Missionen haben. Da liegt noch was rum von mir. Hier, da. Neue Mission verfügbar, reparieren eines Gebäudes. Neue Mission verfügbar, reparieren. Transport. Transport. Okay, was haben wir hier oben? Düngestreu haben wir da oben noch. Und hier ist immer noch das von Brandon. Das werden wir auch nicht los, glaube ich. Düngestreuer brauche ich jetzt erstmal nicht so notwendig, glaube ich. Aber warum sind hier 1000 neue Missionen verfügbar? Reparieren eines Gebäudes? Reparieren eines Gebäudes? Bekomme ich dann Geld dafür? Kann ich mir damit Kühe kaufen? Ich weiß gar nicht, wie viele Kühe kann ich maximal in meinen Stall stellen, ne? Das weiß ich auch noch nicht. Gibt es hier irgendeine Kapazitätsanzeige? Kühe im Besitz? Eine. Heugelager, 3 Kilo Heufrüste. Ist ja nix. Da komme ich ja mit meinen. Da komme ich ja. Boah, ne? Und wenn ich noch länger hin, ja. 1000 Tage. Wenn ich 3 Kühe habe. Wenn ich 10 Kühe habe, würde ich damit ein Jahr passieren können. Ja, ich würde sagen. Wir gehen trotzdem flügen. Oder machen wir eine Mission? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Nee, wir gehen flügen. Wo habe ich denn mein... Achso, da drin habe ich den gelassen. Genau, so. Dann müssen wir das hinten mal absenken. Abhängen und dann rausfahren. Den Flug suchen. Dann müssen wir unser eigenes Zeugs da mal ein bisschen... Was ist da eigentlich dazu gekommen? Ach ja, gar nicht mal so wenig. 80. Das Ding läuft dann irgendwann über. Ich hoffe, dass das nicht... Stimmt ist, wenn das überläuft. So, schon haben wir einen Flug hinten dran. So, null geflügt, null kultiviert, null Dünger, null Dom. Ja, das ist natürlich schade, aber wir müssen da jetzt ran. So, warum war der Flug? Das ist genau falsch rum, ne? Der Ansatz. Dann müssen wir immer in der Furche bleiben, also müssen wir auf der Seite anfangen. Alles klar. Und so, dann gehen wir in die Außenansicht, damit wir das sehen. Dann runter mit dem Flug. Und haben wir morgen angemerkt. Dann wird hier mal. Jetzt haben wir genau falsch rum den Ansatz gemacht. Alles klar, okay. Ja, wir lernen immer noch dazu. So. Ausheben. Umdrehen. Und es richtig rum machen. So. Immer so ein bisschen, ne, der Flug hier. Nicht ganz so schön, aber er tut's. So. Gut, also mit unserer Kuh kommen wir eine ganze Weile hin, da können wir durchaus 3 reinstellen, dann kommen wir mit den 9000 immer noch ein bis über ein Jahr hin. Knapp ein
kann das hier hin. Und bei 3 Kühen, wenn man nur so 3 bis 4 pro Kuh kriegt. So ist die Kamera jetzt so komisch. Danke. Okay, was? Hallo? Ich will wieder in die. Oh, hab ich nicht. Wie hoch ist denn Scheiß? Ach, ich hab das abgehangen. Das ist ja doof. So. Und hier und ab dafür. So. Ja, das machen wir ruhig, ne? Da müssen wir ein bisschen Getreide noch verkaufen, dass wir 2 Kühe reinstellen können. Dann könnte man eigentlich theoretisch. Dann müsste ich den Raps eigentlich schon verkaufen, ne? Nur über 7000 Euro für. Da kann ich mir zumindest den Kuhstall vollstellen, also kann ich dann 10 Kühe. Muss ich zwar irgendwann. Aber den habe ich schon mal ordentlich nicht wirtschaftet. Mal hoch. Rückwärts haben wir 5, das will er überhaupt nicht, ne? Da wird er sich richtig gehen. Aber ich glaube, es ist nicht mehr ganz so doll, die Furche, die entsteht, ne? Das ist, im Patch müssen sie das abgeschwächt haben. Weil vorher, das war ja richtig eine tiefe Furche, da bist du ja kaum mit dem Trecker wieder rausgekommen. Oder unser Boden ist dann so ein bisschen anders hier in unserem Acker, das weiß ich auch noch nicht. So. Rückwärts, vorwärts, anhalten, runter und ab dafür. Gut, wir haben ja, also auf jeden Fall werden wir auf einem Acker dann doch wieder was machen mit Stroh, damit wir das Kuhfutter bekommen. Ich meine, das ist auch nicht schlecht, ne? Also mit 10 Ballen, was haben wir von einem Ball nicht kriegt, 150? Verdient es auch nicht schlecht an den Ballen, ne? Wir haben ja die Ballen mal runtergekriegt von dem Acker. Das kann ich das mal ganz kurz machen, weil das müssen wir mal. Wir pro 1000 waren drin und wir hätten 9800 hätten wir zusammenbekommen. Das heißt 8800 an Stroh. Bei 200 sind das 44 Ballen. Das müssen 44 Ballen gewesen sein. Und bei 44 Ballen für je 150, das ist richtig viel Geld, ne? Also das, theoretisch wird das ja dann veredelt zu, jawohl, warte mal, wenn ich jetzt, du bist etwas hungrig, ja, das ist ja gut. Das kennen wir ja schon, dass ein bisschen hungrig ist immer. So, jetzt habe ich 3 Kilo von 200 für 4 Euro. Was habe ich gekriegt? 12 Euro mal gekriegt, ne? 4 Euro pro Milch. Ja, das ist natürlich durch die Veredelung der Kuh oder so ein Stroh durchaus, ne? Wesentlich mehr wert. Und dann lohnt sich das schon wieder, dass man dann was anpflanzt, was Stroh abwirft, wenn man es braucht für seine Kühe, um den eigenen Hof quasi damit zu versorgen. Ja noch immer 10.000, da können wir ruhig, also den Raps, den können wir ruhig verkaufen, glaube ich. Gewinn bringt, nach meist bieten. Und dann vielleicht noch so die ein oder andere Mission machen, dann wenn wir da auch Geld mitkriegen, wenn, oder verdienen, das wäre auch nicht schlecht. Gut, wir werden jetzt erstmal hier den einen Acker vorbereiten. Bisschen zur Ansaat, ne? Also bis wir den dann ansehen können. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt so ansehen kann. Kann ja auch sein, dass er gar nicht zulässt, weil wegen Jahreszeit und so. Dass man ihn so vorbereiten kann. Also mit Düngen, mit allem, was dazugehört. Aber dann halt noch nicht ansehen darf. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass man den erst in bestimmten Monaten ansehen darf. Wir sind jetzt hier im August unterwegs. Wann ich brauche das denn? Also es gibt nicht umsonst die, glaube ich, die Option eine Woche lang schlafen. Also das hat, glaube ich, das hat Hand und Fuß. Oder das hat einen Sinn.
den Zielhörern. Wir werden es aber ja alles erleben. Noch, hoffe ich. Na komm. Put, 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 put. Ah, schon ein kleiner süßer Trecker hier. So. Dann ein bisschen rüber noch. Gut in die Furche passen und dann runter und ab dafür. Natürlich hätte man noch hier einen Vorgewinde machen können, ne? Damit man nicht immer auf dem Gelände denn neben dem Acker den Flug schon in die Erde rammt. Na gut. Können wir uns vielleicht eventuell vornehmen beim nächsten Feld, dass wir dann erstmal vorne und hinten so zwei Bahnen ziehen, damit wir dann immer den Flug rechtzeitig ausheben können. Oder den Flug halt rechtzeitig ausheben und am Schluss dann halt dann vorne und hinten nochmal eine Bahn ziehen. So einfach hier den anhalten, ne? Den Flug hochheben. So, da geht's. Aber sieht schon interessant aus, unser. Der glänzt auch schön. Gut, die Schollen sind gut gebrochen, also ich finde dann dieses. Das wieder glatt machen. Ich glaube, das findet gleich wieder statt, nachdem man gefliegt hat schon und nicht erst, wenn man den Acker das zweite Mal besucht. Was wir ja vorher auch schon beobachtet haben, dass so grob die Furchen gar nicht bleiben, wenn wir sie dann reingefliegt haben. Ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ich meine, es gibt ja jetzt auch Cattle and Crops ist ja rausgekommen. Kann es aus zeittechnischen Gründen, wollte ich es eigentlich mit aufnehmen, aber da ich ja vorproduzieren muss, da ab heute habe ich Besuch bekommen und der ist bis Sonntag da. Werde ich dann, aber bin ich einfach, komme ich nicht dazu. Ich habe einfach nicht die Zeit, das zu schaffen und muss halt vorproduzieren für die Tage und ich hoffe, dass ich genügend Videos geschafft habe bis jetzt hin, weil es ist auch noch so ein bisschen nebenbei zu tun hier. Ja, so ein bisschen die Wohnung in einem Zustand bringen, also den man auch vorzeigen kann. Naja, sieht jetzt nicht aus wie Kraut und Rüben hier, aber es gibt da Menschen mit unterschiedlichen Anspruch. Und, bei mir kann dann da auch durchaus mal überhaupt irgendwo im Regal sein. Aber wenn dann die Eltern besuchen kommen, die sind dann ein bisschen pingeliger und sagen, Mann, warum liegt denn da Staub? So. Ja, also meine Eltern kommen zu Besuch für 5 Tage. Naja, es gibt schönere, aber muss man durch, ne? Man hat ja nur den einen. Gut, in diesem Sinne, falls euch das hier gefallen hat und ihr mich dann beim weiteren Flügen sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen bzw. ein Like. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und worüber ich mich auch freuen würde, ist, wenn wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, Farmers Dynasty. Bis dann, tschüss.